Was also ist Qualität? Und wenn Sie in Ihre Unterlagen schauen, dann finden Sie dort eine Vorstrukturierung und Sie sehen zwei wesentliche Dinge, die wir aus dieser Definition ableiten. Aber zunächst mal, was ist die Definition? Qualität ist Eignung für einen bestimmten Zweck. Das ist kurz und knackig, das können wir uns notieren. Eignung für einen bestimmten Zweck. Ich erspare uns hier die offizielle Definition, die können Sie aber in der Zusammenfassung mal nachlesen. Na, da haben Sie ein Beispiel für völlig abstrakte Sprache mal wieder, mit der kaum jemand was anfangen. Wir holen uns die Essenz raus und sagen, Qualität ist Eignung für einen bestimmten Zweck. Und wir bleiben noch oben, wir gehen noch nicht zu den Pfeilen, sondern wir machen uns noch hinter Zweck einen kleinen Vermerk, nämlich um uns daran zu erinnern, wer den Zweck definiert. Eignung für einen bestimmten Zweck. Wer definiert den Zweck? Der, Unternehmen. nicht der Unternehmer. Achso. Der Kunde, genau. Kunde. Ja, Eignung für einen bestimmten Zweck und dieser Zweck ist vom Kunden definiert. Ja, Eignung für einen bestimmten kundenbezogenen Zweck, könnte man sagen. Für den Zweck, den der Kunde diesem Teil zuordnet. Wenn das Teil das tut, was es tun soll, dann sprechen wir von Qualität. Aus dieser Definition folgen zwei Dinge. Einmal, Qualität ist immer zweckbezogen. Das ist die erste Erkenntnis. Zweckbezogen. Das heißt, es gibt keinen absoluten Qualitätsbegriff, sondern es kommt immer auf den Zweck an. Und die zweite Erkenntnis ist, Qualität ist bandbreiten definiert. Sozusagen auf einer Skala. Bandbreite heißt Skalen, Sie können auch sagen Skalen definiert. Ja, von sozusagen 1 bis 10 Punkte, 1 sehr schlecht, 10 sehr gut, irgendwie sowas. Ja, das heißt das. Genau. Ja. Qualität ist relativ, wie alles. Ja. Qualität ist alles. Seit Einstein wissen wir, dass sogar die Zeit relativ ist. Qualität ist es schon dreimal. Qualität ist relativ. Wenn ich also die Qualität dieses Flipchart-Markers, ich habe extra mal geguckt, was da drauf steht, dann gibt es Flipchart-Marker und es gibt Whiteboard-Marker. Ein Flipchart-Marker ist geeignet, um auf einem Flipchart zu schreiben. Er ist nicht so gut geeignet, um auf einem Whiteboard zu schreiben. Das geht auch. Aber zunächst mal nur einmal. Dann haben Sie Schwierigkeiten, das wieder auszuwischen. Dafür ist ein Whiteboard-Marker für ein Whiteboard, also das, was früher die Tafel nannte, ne, Sie kennen das, ein Whiteboard, ist ein Whiteboard-Marker besser geeignet. Erfüllt besser den Zweck. Ja, es kommt also immer darauf an, für was das Teil vorgesehen ist. Wenn sich also jetzt jemand beschwert und sagt, ich habe mit diesem Teil am Whiteboard geschrieben und hatte große Schwierigkeiten und musste viel, was weiß ich denn, Spülmittel oder keine Ahnung, Reiniger verwenden, um das wieder wegzukriegen von dem Whiteboard. Das taugt nichts, das Teil. Dann würden wir sagen, es ist für diesen Zweck auch nicht vorgesehen. Dafür gibt es extra Whiteboard-Marker, die sind für diesen Zweck vorgesehen. Also, es ist relativ. Qualität ist relativ. Und innerhalb des Zwecks, auf einer Skala definiert, sozusagen von sehr schlecht bis sehr gut, irgendwie was von 1 bis 10 oder 1 bis 100 oder 1 bis 1000, das hängt vom Einzelfall ab, was hier die beste Skalierung ist. Im Übrigen glaube ich, dass
Wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.